Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Ich nehme jetzt gerade heute schon die dritte Folge auf. Ist das für ein Ort? Ja, das freue ich mich auch. Und ich bin schon mit den Nerven am Ende. Ich bin schon richtig am Ende. Ich muss hier raus aus diesem Kram. Aber jedes Mal, wenn ich ein Kapitel beende und ich denke, ich habe es geschafft, wird es einfach nur noch schlimmer. Okay, einen Save Point haben wir schon mal. Besser als nix. Und ich will hier einfach raus. Ich mag das nicht hier. Und ich wette, ich krieg den Schlüssel nicht mehr. Den hätten wir beseitigt. Nein. Nicht du. Komme ich an ihm vorbei? Kann ich eiskalt vorbeischleichen vielleicht? Ich glaube nicht. Das sind mehrere von denen. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Boss. Es sind einfach mehrere von denen. Es sind einfach mehrere von ihnen. Es sind normale Zombies. Ist das euer gottverdammter Ernst? Oh mein Gott, es gibt mehrere von ihnen. Aber ich komme darauf gerade nicht klar. Das ist so, als wenn man mich irgendwo in eine Kiste wirft. Mit lauter Glücksbärchis. Nur, dass Glücksbärchis nicht so ganz krass drauf sind. Dreck. Hilfe! 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 Oh Gott, das hat mich gesehen. Sie haben mich gesehen. Oh. Hä? Soll ich die jetzt irgendwie ausschalten oder was? Oder soll ich da runterspringen? Nee, da runterspringen ist keine Alternative für mich. Ich weiß nur, dass hier überall Munition liegt und das gefällt mir gar nicht. Weil es wahrscheinlich. Ach, fuck. Okay, das erklärt einiges. Wir müssten die anscheinend loswerden, die Jungs. Probieren wir unser Bestes mit. Explosionsbolzen, ne? Habe ich verfehlt? Ich glaube, ich habe verfehlt. Ja, ich habe verfehlt. Gott, wie soll ich denn da am Rad drehen? Ich drehe ja schon am Rad. Das ist nicht das, was ich wollte. Nein! Schaffe ich es vielleicht, an ihn vorbeizuschleichen? Einfach eine Flasche werfen, an den vorbeischleichen, das Ding aufmachen? Ein Versuch ist es wert, oder? Ich meine, was habe ich zu verlieren? Eigentlich gar nichts. Ich habe nichts zu verlieren. Meine Nerven sind doch schon weg. Von daher, was soll's. Wundunger, der zweite rum, der ist doch bestimmt direkt da drin, ey. Nein! Ja gut, auffälliger hättest du es nicht machen können, oder was? Wer steht denn schon mal dabei auf, wenn er schleicht und eine Flasche werfen will? Nein. Ah, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Komm, gib mir das Ding. Ich versuche nur irgendwas zu reißen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da irgendwas gerissen kriege, ohne zu laufen. Komm. Ich blende sie zuerst. Oder es macht denen einfach nichts aus.
Geht natürlich auch. Muss ich gar nicht, ne? Ah, ich möchte mich auch jetzt nicht heilen. Oder obwohl, vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht schaffe ich es noch. Nein, das war nicht, oh Gott, das war nicht heilen. Oh, es war gerade meine einzige Chance, mich zu heilen. Jetzt sind sie nämlich wieder hinter mir her. Obwohl, hier hinter dieser Ecke vielleicht. Er hat es nicht gesehen. Okay, okay, okay. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Wissen die nicht mehr, wo ich bin? Doch, wissen sie. Fug. Ja, klasse. Hab ich den umgebracht? Nee, nee, da ist er. Ich weiß nicht, was ich zu diesem Spiel sagen soll. Also, es macht mich seelisch fertig. Es macht mich einfach seelisch fertig. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben, Freunde. Wäre jetzt viel zu leicht aufzugeben. Deswegen bin ich nicht dafür aufzugeben. Okay, wir können tatsächlich noch erstmal eine herstellen. So. Dann versuchen wir sie erstmal umzubringen. Weil ich meine, täuschen bringt gar nichts, weil er steht auf und macht den größten Lärm aller Zeiten, wenn er eine Flasche wirft. Dann muss ich keine Flasche werfen, ganz ehrlich. Wenn ich wenigstens einen Rückzugsort hätte, weißt du? Wo ich mich zurückziehen könnte. Oh, der zweite hat verfehlt. Der zweite hat einfach nur verfehlt. Ja, ich habe mich gerade selbst eingesperrt übrigens. Was zur Hölle ist mit ihm passiert? Dass er das nicht im Laufen einnehmen kann, ne? Das ist unglaublich. Komm, gib mir den Scheiß. Oh mein Gott, schaffe ich es vielleicht? Komm schon. Ich meine, ich bin sowieso am Arsch. Nein! Oh, okay, viermal muss ich. Klasse. Ah, ich bin am Arsch. Ah, es ist eine Möglichkeit zum Beispiel, dass ich die vielleicht weglocke und damit Glück einfach mal ein bisschen drehe. War nicht die beste Position, ich geb's zu. Das große Problem ist halt, dass da noch so ein zweiter ist, den man nicht los wird. Und ich habe so Angst, wenn ich die Flasche werfe, dass da irgendwas passieren wird, was mir überhaupt gar nicht gefallen könnte. Ich werde es aber trotzdem nochmal versuchen, auf eine andere Art und Weise. Ich meine, probieren kann man es ja mal, ne? Ist ja nicht so schlimm, wenn das Let's Play hier 20 Jahre dauert. 500 Folgen, mehr als Skyrim, wer weiß. Hauptsache ich komme irgendwann durch und dann bin ich erstmal ein seelisches Wrack. Das kann ich euch sagen. Ey, dann bin ich erstmal ein seelisches Wrack, wenn ich hier durch bin. Ich weiß gar nicht, wieso ich das Let's Play angefangen habe. Das ist ja mörderisch. Die interessieren sich da gar nicht für. Guckt sie euch an. Ich versuche jetzt mal, den zweiten rauszulocken. Der wird nämlich gleich rausstürmen. Ich versuche nur in die Nähe von dem Ding zu kommen. Da steht er. Ich glaube, ich wurde entdeckt.
Na kommt, Jungs, folgt mir. Folgt mir. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin in die Ecke gegangen und versuche die jetzt zu verarschen oder was? Ja. Gut, das war vielleicht ein bisschen scheiße. Es läuft nicht, es läuft einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass ich das rechtzeitig schaffe, das Ding hier zu drehen. Aber ich habe gerade keine andere Wahl, weil ich nicht weiß, ob ich die besiegen kann. 2, 3. Bitte schlag nicht zu. Bitte schlag nicht zu. Nein! Oh! Wieso bist du so schnell? Guck dir den da an, der ist langsam und bleibt irgendwo hängen, ey. Ganz ehrlich. Komm, verarschen wir ihn und versuchen das nochmal. Ich bin sowieso des Todes. Ich bin sowieso des Todes. Na, nein. Na, es wird nichts. Es sei denn, sie sind so doof, dass sie mich nicht treffen. Alter, was sind das für zwei Bastarde? Ich bin einfach nur fertig. Ich muss die irgendwie töten. Ansonsten werde ich an das Ding nicht herankommen. Was soll ich tun, Freunde? Was soll ich tun? So, nehmen wir erstmal das Ding, jetzt gehe ich ins Heilen uns nochmal kurz, weil wir ja genügend haben. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. So, holen wir den hier mal raus. Und ich meine, vielleicht müssen wir den zweiten gar nicht rauslocken. Vielleicht töten wir erstmal den ersten und dann kümmern wir uns um den zweiten. So, einmal kurz blenden. Habe ich nämlich kurz Zeit, nichts zu machen übrigens, ja. Kurz Zeit. Alter, ich... Okay. Okay, es ist okay. Ich wollte nur Sachen herstellen, aber mein Spiel will das nicht. Mein Spiel will das nicht. Ich will doch nur... Geht doch. Wieso nicht gleich so? Wieso nicht gleich so? Da kommt der zweite angedachselt. Na super. Na super! Hört auf, so einen scheiß Stress zu machen. Mann, Jungs. Gut, nehmen wir erstmal das hier. Wow, das war knapp. So, neben Harpunenbolzen. Ach, leck mich, du Drecksfalle. Weißt du, das, die Fallen kotzen mich auch richtig an hier. Die Fallen kotzen mich richtig an. Also, als würden die mir sagen wollen, Zero, du hast sowieso keine Chance. Lauf einfach in die Falle und dann ist gut. So fühle ich mich auch gerade übrigens. Ich weiß nicht, wieso ich jedes Mal in diesen Raum laufe. Ich bin tot, wenn ich hier reinlaufe. Nein, tötet mich nicht. Bitte nicht. Bitte tötet mich nicht. Okay, komm. Jetzt habe ich bestimmt genug Zeit, mir einmal kurz Energy reinzuziehen. Okay, perfekt. Zumindest sind die Fallen weg. Das muss man schon sagen. Oh, der erste ist tot. Der erste ist tot. Ne, die Schrott brauche ich eigentlich noch, ne? Ich verbrauche erstmal mein Material hier. Okay, das war's ja schon. Dann nehme ich das Ding auch mal. Vielleicht reicht es ja, wenn ich noch einen drauf schieße. Ja!
Kackbratzen. Ich hasse euch. Ich werde dieses Spiel niemals schaffen. Nicht in diesem Tempo jedenfalls. Nicht in diesem Tempo. Ich hätte so viel Munition sparen können, ne? Wenn ich die ausgetricksten hätte können und dann hier lang gehen können. Naja. Achso, ich hätte mal die Schrot benutzen sollen. Obwohl. Wir laden einfach mal die Schrot nach. Dann können wir nämlich mehr mitnehmen. Ich brauche einen Save Point. Einfach nur ein Save Point. Kann doch nicht so schwer sein. Hä? Ich wollte hier eine Suppe mitnehmen. Keine Ahnung, was ich da mitgenommen habe. Er kommt doch gleich bestimmt wieder, so ein Arsch. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Was macht der? Fährt er hoch und runter oder fährt er nur hoch? Ah, ich bin zurück. Ich brauche diesen gottverdammten Schlüssel. Ich weiß, es ist riskant. Und ich bin wahrscheinlich größenwahnsinnig. Aber ich beeile. Gottverdammte Scheiße! Krieg ich das hin? Oh, gib mir den Scheiß hier, ey. Gib mir alles, was du hast. Oh. Nerven aus Zucker. Oh. Ja, bitte, verlass dieses Kapitel. Bitte, bitte, Save Point oder irgendetwas. Was? Ah, es ist verwirrend. Stress Level 100. Alter. It's over 9000. Oh. Was? Was ist da hochgeklettert? Ich bin wieder hier. Hilfe! 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 Oh, oh. Musik! Musik! Save Point! Musik! Lass mich rein! Lass mich rein! Ja! Himmels Willen! Ja! Das ist Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zum Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts im Vergleich mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinab ließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will alleine sein, bleibt die ganze Nacht über wach. Sagt, sie arbeite, um nicht an das Unglück denken zu müssen. Aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert. Und hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Oh. Trennung und so, ne? Frei. Oh. Eine kurze Zeit Ruhe und Frieden. Ich kann in meine eigene Zelle nicht mehr rein. Und diese auch nicht. Achso, das war... War vielleicht gar nicht meine Zelle. Da hinten ist meine Zelle.
Kann ich nicht einfach hier liegen bleiben für den Rest meines Lebens? Warum muss ich hier durch? Hartes Schicksal. Was willst du von mir? Haben Sie etwas vergessen? Ja, meine Eier liegen hier irgendwo. Vermisst. Patrick Higgins. Anwalt der Familie Victoriano. Wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. Okay. Der wurde auch verschleppt. Auch an das Gerät angeschlossen. Und vielleicht schon tot. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir werden morgen mal mit unseren zwei Schlüsseln oder einem Schlüssel, ich glaube, wir haben einen Schlüssel, ne? Eins der Tresore öffnen und gucken, was wir dahinter finden. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.